Einsatztrupp Wagemut ist live. Asher Mir und Ikora Ray übernehmen das Briefing. Viel Glück. Du suchst Brachion, den Genesis-Geist. Er ist darauf programmiert, jedes bisschen Materie dieses Mondes in eine Maschine zu transformieren. Und seid vorsichtig. Wahrscheinlich sind einige Besessene im Pyramidion geblieben, als du das Warp-Tor zerstört hast. Was können wir uns hier gefasst machen? Eine kaskadierende Höllenlandschaft stetigen Wandels. Mein Einsatztrupp musste dutzende Male wiederbelebt werden. Und ich bin mir sicher, Hin- und Rückweg gingen beide bergauf. Du verschwendest meine Zeit. Aber ja, so paradox es klingt, aber so war es. Hey, Team, hier sind Besessene. Team? Schon gut. Wir sind ja nur in einer riesigen planetentransformierenden Pyramide mit interdimensionalen Geistern und realitätsändernden Robotern. Kann ja nicht schiefgehen. Bei Missionen wie dieser vermisse ich Eris Morns Weisheit. Du wirst sie eines Tages kennenlernen, wenn sie von ihrer Scharsache zurückkommt. Besessenen und die Vex haben eine Fähigkeit gemeinsam, die Natur der Existenz eines Lebewesens infizieren zu können.
Asher kann nicht feststellen, wo du bist. Falls er aus der Leitung fliegt, dann, weil er rumtobt und sein Mikrofon kaputt gemacht hat. Das habe ich gehört, du Hexe! Jetzt ist er noch mutig genug, sowas zu sagen, weil er auf Io ist und ich nicht. Solltest du einen Hilbertraum betreten, falls die Besessenen die geometrischen Intuitionen des Pyramidions nicht verschoben haben. Gesundheit. Ich hab nicht genießt, du Narr. Dies ist ein endlos dimensionaler, funktionierender Raum. Die wächst... Ich verschwende nur meinen Atem. Also bleiben nur wir und ein riesiges Vex-Tor. Ah, das Vex-Tor in der Mitte des Sees.
Welcher See? Der See, an dem du Brachions Hörner zu Staub zermalmen und seine Hülle unter deinem Stiefel zertreten wirst. Der See! Brachion, der Genesis-Geist, ist nicht mehr. Bring mir seinen Arm. Ich habe einen Ehrenplatz dafür. Und wenn er zerstört wurde...